Schon völlig fertig da unten. Und die schlafen ein, oder was ist los? Mhm. Ein Glück ist die nächste Gruppe super laut. Auf jeden Fall. Also wer jetzt gerade so ein bisschen im Mittagstief ist und vielleicht so gerade so ein bisschen eingenickt hier ist an der Strecke, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, weil es ist ziemlich gute Laune, der wird gleich oder die wird gleich sehr laut, sehr wach werden. Denn Bando kommen jetzt und die sind auch regelmäßig dabei. Und bei denen wird es vor allen Dingen sehr laut werden, weil sie auf Ölfässern trommeln. Percussion made in Germany, ne? Also das ist die Gruppe ist eine Trommelgruppe, definitiv, und die wollen, also es ist auch das Motto, einfach laut zu sein und einfach die Stimme zu erheben, noch nicht mal gegen was oder für etwas, sondern einfach zu sagen, hey, wir sind da, Karneval der Kultur ist da, jetzt gibt's richtig was auf die Ohren. Genau, und wenn sie nicht einmal im Jahr durch Kreuzberg beim Karneval der Kulturen ziehen, dann üben sie in oder spielen sie halt in Neukölln. Es ist vor allen Dingen eine Gruppe aus Jugendlichen, die dort eben trommeln in dem ja, Ölfässer-Orchester, kann man es fast sagen. Sie haben, ich sehe das jetzt hier auch schon von hinten, sie haben auf jeden Fall auch schon eine harte Fangemeinde angesammelt hinterm Wagen. Ich glaube, da sind von der Strecke einfach wieder ein paar Leute mit dazu gesprungen, wie es ja auch, es läuft ja immer mal jemand durchs Bild. Oh, und jetzt fangen sie ihre Sound-Performance auf jeden Fall schon an. Es ist schon faszinierend, wie unterschiedlich so ein Ölfass klingen kann. Dann überlassen wir euch mal kurz den Klängen dieser Country Made in Germany. Viel Spaß beim Trommeln. Köln hier mit ihren Ölfässern und jetzt wummern nochmal der Bass so nach. Guck mal, wie alle hinrennen, wie alle, weil die Community muss dann immer stehen bleiben, solange die Performance geht und jetzt haben sie aufgemacht, der Damm ist gebrochen und alle rennen hinterher. Was für geile Sounds, Paula, wie fandest du das? Ich fand's gut. Das ging richtig rein. An der Seite stand auch, wer noch mehr will, soll am 3.6. ins SO 36 kommen, was auch immer da ist, aber ich schätze mal, da tritt Bando auf. Ich glaube, das wird sehr laut werden in diesem, also hier verteilt sich das ja am Südstern schön, so nochmal vom Sound her, aber ich glaube, wenn man in diesem Club drin ist, im SO 36, der ja noch schallisoliert ist in Bayern. Ich gehe hin. Okay. Ja, kommst du mit oder was? Mal gucken, am 3.6. ist ein Sonntag. Sonntag ist mein Tag der Ruhe. Ah, ja, ja, die nächste Gruppe dauert noch, ist noch